Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zack McCracken, der vielleicht letzten Folge. Kann nicht genau einschätzen, wie lang das Spiel jetzt ist. Ich hoffe, es ist jetzt nicht irgendwie 2 Minuten noch und dann Schluss. Das wäre jetzt, weiß ich nicht. Wäre doof. Aber gut. So. Wir benutzen jetzt alle unsere lustigen Münzen. Wo sind sie denn? Zack müsste Tausende davon haben. Ah, hier. Benutze Münze in Bahn. Und jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein. Melissa, benutze Münze Bahn. Diesel, benutze Münze Bahn. Schnell! Der trötet schon. Okay, jetzt sind alle an Bord. Sehr gut. 10 Sekunden. Hätten wir noch ein bisschen Spielraum gehabt, aber nicht mehr viel. Die Bahn fährt in 5 Sekunden los. Alles einsteigen. Wir sind schon alle an Bord. So wie der bremst am Schluss, sind jetzt alle tot. Okay. Dann habe ich auch zufällig gerade den richtigen NPC, weil eine Sache wissen wir ja noch. Wir müssen das Biesenwesen benutzen, um hier zu kehren. Der sich jetzt beschwert, dass der hier einfach als Besen benutzt wird. Zum Glück, erst jetzt beim zweiten Mal. Wenn der schon beim Ausfegen der Solarzellen sich beschwert hätte und aufgewacht wäre, hätten wir hier den Eingang nicht mehr freikehren können. Und das wäre dann wirklich blöd. Ist ja schon gut, Besenwesen. Wir sind doch nur kleine, doofe Affenwesen. Wir haben nicht den Intellekt eines überlegenen Besenwesens. Wir können das doch nicht wissen, dass Besenwesen Wesen sind. Wir dachten, Besen sind Besen und Wesen sind Wesen. Weil wir sind schon immer Wesen gewesen. Und können deswegen keine Besen richtig lesen. Und jetzt benutze ich mal nur so den goldenen Schlüssel hier. Das klappt nicht. Dann benutze ich jetzt das Haarnadelschild nämlich. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das habe ich vorher im Guide gelesen. Das hätte ich schon komplett vergessen, dass wir das haben. Aber wir können das Haarnadelschild hier anscheinend benutzen, um hier das Schloss zu knacken. Das ist schon witzig. Auf in die Pyramide vom Mars. Ah ja, hier gibt es nur einen Durchgang. Ein Sarkophag. So einen ähnlichen Raum gab es auch in Ägypten, ne? Benutze die Sarkophagfüße. Ziehe an. Nimm ab. Drücke. Ah, das hat was gemacht. Aber was? Ich hol mal die anderen beiden rein. Ah, die Fackel existiert auch wirklich. Drücke die Fackel. Nee, kann man nicht bewegen. Drücke Sarkophagfüße. Sie hält die jetzt gedrückt quasi, solange sie da steht. Öffne. Ah! Aha! Ja, aber warte mal, dann kann jetzt nur... Wow.
Tatsächlich, na dann. Das klappt nicht. Ah. Ah. Jetzt erkenne ich erst, dass das da... What? Ah, okay. Müssen wir auch wieder gut timen. Ich verstehe. Wo ist denn Nim? Nein! David, ich habe Nim nicht gefunden. Ah, puh, meine Güte, da muss man aber schnell sein. So, jetzt muss sie die beiden wieder befreien. Drücke. Ach, Mist, ja, ich verstehe schon. Die sieht im Dunkeln irgendwie ein bisschen gruselig aus, finde ich sie. Guckt euch das Gesicht an. Holy shit. Annie steht immer noch in Ägypten rum, ne? Aber auch wurscht. Die Melissa würde ich gerne noch rausholen. Hey, jetzt wartet mal. Ich glaube, das muss ich mal schnell speichern. Und jetzt passt mal auf. Nee, warte mal. Da kann ich den... Okay. Wenn ich jetzt einfach den gelben Kristall benutze und mich nach Ägypten teleportiere. Ah, hier sind zwei Hebel. Vielleicht muss ich Melissa noch hierher kriegen. Aber gut, das sollte ja nicht zu schwer sein. Aber jetzt könnte ich hier... Jetzt passt mal auf. Candela und den blauen Kristall. Es funktioniert. Nur mit Tieren. Wie könnte ich das denn sonst machen? Soll ich den Candela da in den Sockel stecken? Das klappt nicht. Wie kann ich denn kombinieren oder sowas? Dem Ablies, ziehe, gib, drücke. Hä? Ich muss doch jetzt einfach nur die Kristalle zusammensetzen, oder? Aber das klappt alles nicht. Dann schaue ich jetzt doch schnell nach. Mars-Pyramide kommt zunächst das Besenwesen zum Einsatz. Danach darf Sack mit dem Haarnadelschild ab. Sarkophag muss eine der Studentinnen die Füße nach innen drücken, sodass die anderen Figuren die Treppe hochgehen können. Danach die Füße wieder loslassen. Oben stört das Loch nämlich. Die andere Studentin öffnet den goldenen Kasten und drückt den Knopf. Nun kann Sack den weißen Kristall nehmen. Ah, ja, das leuchtende Objekt habe ich ganz vergessen. Das ist der erste Teil. Und jetzt kann ich erst die anderen Teile da reinbauen. Hä? Das klappt nicht. Das funktioniert nur mit Tieren.
Ich habe es doch gerade gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Ah, ich muss das wirklich oben einsetzen, ne? Ah, okay, passt schon. So, jetzt ist das Gerät grundsätzlich fertig. Jetzt muss ich nur ziemlich sicher Melissa noch hierher holen. Annie. Und jetzt ist die Frage, wie wir hier rauskommen. Das steht nämlich auch nicht mehr im Guide, netterweise. Das steht nur hier, treffen wir uns wieder mit ihr. Ich gehe mal überall hin, wo die drei Figuren sind, oder? Mist, die sind hier nicht. Okay, immer dahin gehen, wo die drei Figuren sind, ist keine gute Idee. Das ist für den Kreis. Dann gehen wir immer dahin, wo die Schiffe sind. Oder ich gehe einfach mal da lang. Im Grunde muss ich nur gucken, dass ich da rauskomme, wo Sonnen eingezeichnet sind. Dann müsste ich ja wieder zum Ausgang kommen, logischerweise. Dann sollte ich nicht durch Schiff und nicht durch drei Personentüren gehen, sondern nur durch unmarkierte Türen. Das wäre jetzt keine Sonnentür, durch die ich da gegangen bin. Ich frage mich, wie ich mit ihr jetzt durch die Pyramide kommen soll, aber das wird mir auch nicht gesagt. Irgendwie. Bin die. Na gut. Ich weiß, dass der Weg durch die Pyramide grundsätzlich echt leicht war, wenn man es weiß, ne? Ach so, da muss ich einfach nur hier rein. Ja, vielleicht. Es war dunkel in dem Raum. Ja, ich glaube, ich bin hier richtig. Ach, dann ist die Pyramide gar kein Labyrinth. Scheinbar. Oh yeah, und jetzt passt auf. Benutze Schalter. Benutze Schalter. Und jetzt du auch nochmal, weil irgendwie hast du es nicht gemacht. Wo ist denn benutze? So wird das nix. Okay. Hey, was ist denn jetzt? Und warum ist da ein Loch in der Decke und ein Seil? Jetzt ist alles schiefgelaufen. Bis bald. Was? Bis bald? Na gut. Da freuen sie sich aber. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Erde gerettet. Epilog. Der King und seine kaponische Bande verließ die Erde. Und suchten woanders in der Galaxie nach dummen Lebensformen, nach dümmeren. Die Menschheit erreichte sehr schnell die frühere Intelligenzstufe zurück. Ja, ich meine, sehr hoch war die jetzt eh nicht im Durchschnitt. Insofern
War gar nicht, haben wir wahrscheinlich kaum jemanden Unterschied gemerkt. Tauschte gutes Karma gegen den neuesten Fastfood-Hit Eichhörnchenburger. Niemand traute mehr der Telefongesellschaft. Hat das jemals jemand? Heute kann man das ersetzen durch Internetanbieter, alle kriminell. Also wurden telepathische Gespräche und Traumtausch schnell beliebt. Das ist schon cool. Nur 2,50 für die ersten 3 Minuten nach 11 Uhr nachts. Das ist witzig. Der Urlaub der Mädchen wurde ihr sogar... Was? Ein berühmter Filmproduzent wurde auf sie aufmerksam. Der Text war plötzlich sehr schnell weg. Und gab ihnen die Hauptrolle in Mars braucht Männer. Okay, ist das ein Porno? Zack gewann den Friedensnobelpreis für die Rettung der Erde. Na gut, ich meine, er hat nicht mal irgendwem was getan, ne? Er war komplett gewaltlos. Und den Literaturnobelpreis für sein Buch über diese Geschichte. Ah ja. Warum nicht? Zack und Annie verliebten sich. Und ihr Leben war noch viel besser, als sie es sich hätten träumen lassen. Ende. Bis bald. Zack McCracken, The Alien Mindbender, erfunden und erdacht von David Fox, Matthew Kane, David irgendwas und so weiter und so fort. Ende Gelände. Cool. Ja, geschafft. Das war Zack McCracken and the Alien Mindbenders. So heißt es doch, oder? Mit vollen Namen. Ich glaube schon. Ziemlich cooles Adventure, ne? Ich glaube tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, 88. Ich meine, das war jetzt eine etwas hübschere, überarbeitete Version. Das war ein späterer Release des Spiels. Aber 88 war das, glaube ich, schon richtig, richtig, richtig crazy gut. Auch verglichen mit anderen Text-Adventures zu der Zeit. Ein paar Gags sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Aber im Großen und Ganzen ist auch der Humor wirklich nett. Und jetzt im direkten Vergleich würde ich sagen, ich finde es besser als Geheimakte Tunguska, das irgendwie 20 Jahre später erschienen ist. Insofern schon ziemlich cool. Na gut, dann machen wir Schluss für heute. Wenn ihr das Spiel selber nochmal erleben wollt, selber spielen wollt, kann ich euch wirklich die Good Old Games Version empfehlen. Ich habe ja am Anfang des Spiels, am ersten Let's Play, nenne ich ja auch den Namen der Seite, auf der man den Deutsch-Patch kriegt, weil die Good Old Games Version ist nur auf Englisch. Und ja, das ist definitiv die beste Version hier, würde ich sagen. Und funktioniert auch alles auf Anhieb reibungslos. Ja. Dann sage ich jetzt tschüss, macht's gut zusammen, lebt wohl. Ich versuche jetzt, dass ich den zweiten Teil von Zack McCracken zum Laufen kriege, der ein Fanprojekt war, das aber von den Originalentwicklern des Spiels nicht nur geduldet, sondern sogar quasi geachtet wird. Also man kann das so als semi-offiziellen zweiten Teil betrachten. Und ich hoffe, dass ich den zum Laufen kriege. Das Spiel ist kostenlos verfügbar. Und dann spielen wir den nämlich auch noch. Ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.